Moderne Roboter können Bälle werfen und sogar tanzen. Aber am havarierten Atomkraftwerk Fukushima 1 in Japan dürften sie vorerst nicht zum Einsatz kommen. Vor allem nicht diese menschlich anmutenden Modelle. Die Entwicklungszeit für einen derartigen Roboter liegt bei ungefähr 3 Jahren. Aber verglichen mit einem Menschen sind die Fortschritte sehr, sehr langsam. Damit ein Roboter in Fukushima eingesetzt werden kann, ist noch mehr Forschung und Entwicklung nötig. PEGBOT heißt dieser Roboter, der in Fukushima eingesetzt wurde. Er ist eine US-Entwicklung. Der Grund dafür, dass keine einheimischen Geräte zum Einsatz kommen, ist einfach. In Japan ist der Bau von Militärrobotern wie dem PEGBOT verboten. Kritiker werfen der Regierung vor, die Roboterforschung vernachlässigt zu haben. In Japan hat man immer geglaubt, dass es in Atomkraftwerken niemals Unfälle wie in Fukushima geben würde. Deswegen hat die Regierung nicht ausreichend Geld investiert. In anderen Bereichen ist japanische Technik dagegen spitze. Dieser Roboter etwa ist für die Tiefsee entwickelt worden, für Gebiete, in die Menschen nicht vordringen können. In unwegsamem Bodengelände kommt Quince zum Einsatz, ferngesteuert. In einem Gebiet mit 40 Quadratmetern Schutt schafft er es von einer Seite zur anderen. Und dann gibt es noch diese putzigen Gefährten. Auch sie sind Hightech. Diese Roboter werden eingesetzt, um Leute aus evakuierten Katastrophengebieten psychologisch zu unterstützen. Spitzentechnik kann eben auch in einem ganz kuscheligen Gewand daherkommen.